Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute zeige ich euch, wie ich dieses Herz auf eine kleine Leinwand gemalt habe. Das ist eine schöne Idee für den Valentinstag. Und zwar ist das hier so eine grundierte Leinwand, 15 x 15 cm. Und die Hilfslinie habe ich mir eingezeichnet, einfach nur, damit ich weiß, wo ungefähr die Mitte ist. Und dann habe ich mir hier so ein Holzherz, was ich sonst auch gerne bemale, als Schablone aufgelegt und habe dann die Umrandung einmal mit Punkten nachgedottet. Ich habe, wie ihr am Anfang vielleicht schon gesehen habt, da verschiedene Rot- und Rosatöne und Weiß. Also wie gesagt, das ist eine schöne Idee, finde ich, so zum Valentinstag oder Muttertag. Wenn ihr was, vielleicht ein kleines Geschenk irgendwie selber machen wollt, ist das sozusagen eine kleine Anregung. Ihr seht hier, ich habe von beiden Seiten angefangen. Ich wollte ungefähr unten gucken, dass das gleichmäßig wird und nicht irgendwie nachher da so ein Absatz entsteht. Genau. Lasst das am besten schön trocknen, damit ihr das nicht verwischt, wenn ihr jetzt das mittlere, quasi die Mitte ausmalt. Ich habe mir dann einen Mittelpunkt eingezeichnet und fange dann hier mit dem Mittelpunkt an. Und setze 8 Punkte, genau. Drumherum. Genau, dann so klassisch im Grundmuster weiter. Wie ihr seht, setze ich immer jeden zweiten Punkt zuerst. Das ist dann einfacher, um die Symmetrie hinzubekommen und beziehungsweise beizubehalten, weil ich habe mir ja nicht großartig weitere Hilfslinien eingezeichnet, nur diese eine Hilfslinie. Genau, diese 3 Farben, die sind es dann auch für den Innenraum sozusagen. Weiß, rosa und magenta. Und jetzt mache ich hier weiter mit den Umrandungen. Wie ihr vielleicht schon gesehen habt, versuche ich euch die Größe der Tools, die ich benutze, immer mit einzublenden. Allerdings hier bei den Umrandungen und auch bei den Swipes, die ich noch machen werde, nehme ich immer diese Nail Art Dotting Tools und dann nehme ich immer eins, was ungefähr passt. Also da müsst ihr einfach mal gucken, wenn ihr das ein wenig nachdotten wollt. Immer das, was passt. Und auch die Größen der Tools für die anderen, für die größeren Punkte sind eher nur so ein bisschen Empfehlungen, weil das natürlich auch immer ein bisschen variieren kann. Vielleicht ist es euch auch aufgefallen, das ist eine Leinwand, die ich schon mal benutzt hatte, die ich dann wieder übermalt habe, weil mir das nicht besonders gefallen hat. Also das könnt ihr ja auch machen. Wir wollen ja hier nichts verkommen lassen. Also wie gesagt, ich habe die einfach dann wieder schwarz übergrundiert. Und wenn man dann das Neue drauf macht, dann sieht man das eigentlich kaum noch. Seht ihr hier im zweiten Schritt habe ich dann so Swipes drumherum gemacht und werde gleich nochmal die letzte Reihe dann mit Umrandung in Magenta machen. Das Muster, das ich dotte, entsteht ehrlich gesagt eher beim Dotten. Also ich habe zwar so ungefähr einen Plan, immer wenn ich anfange, aber hier mit dem Herz ist natürlich
die Herausforderung, dass man nur einen bestimmten Raum zur Verfügung hat und man hat auch kein glattes Ende. Man muss also gucken, dass man innerhalb dieser Grenzen quasi ein schönes Muster hinbekommt. Das heißt, wie gesagt, diese Punkte, die ich dann drumherum setze oder auch die Größe, das mache ich wirklich intuitiv. Ihr könnt euch da wirklich leiten lassen, was für euch schön ist. Und wie gesagt, auch immer, wie der Platz ist, den ihr noch habt. Wenn ihr Fragen habt, oder irgendwas genauer erklärt haben wollt, hinterlasst mir gerne einen Kommentar. Ich habe auch zu vielen Themen wie Umrandungen oder Swipes, dem Grundmuster schon Videos auf meinem Kanal. Da könnt ihr gerne einmal stöbern. Wie gesagt, ich versuche euch immer ein bisschen zu inspirieren, dass ihr das mal ausprobiert. Oder vielleicht gefällt euch das auch einfach nur zum Zugucken. Ist ja auch schön und entspannt. So, hier habe ich einmal zwischendurch die weißen Buntstiftlinien mit einem feuchten Wattestäbchen entfernt, weil ich sie jetzt nicht mehr brauchte und ich manchmal Angst habe, dass ich das dann zum Schluss vergesse.
so jetzt fast zum Ende hin, wo nicht mehr so viel Platz im Herz ist, finde ich, ist so ein bisschen der schwierigste Teil. Jetzt kann man nicht mehr großartig Punkte setzen und dann versuche ich immer so Swipes oder Umrandungen noch zu setzen. Auch wie gesagt, relativ intuitiv. Und ich mache das dann immer so, dass ich quasi das auf der einen Seite setze und dann automatisch gleich auf der anderen Seite, sodass das auf jeden Fall spiegelgleich bleibt und das Muster quasi spiegelgleich ist. Wenn das Herz komplett ausgefüllt ist, könnt ihr das so lassen, wenn ihr das möchtet. Ich setze hier noch ein paar Zwischenpunkte in die mittleren Punkte. Und jetzt, weil ich ein Fan von Top Dots bin, setze ich auch noch ein paar Top Dots. Teilweise ein oder auch zwei Top Dots. Das kommt immer ein bisschen drauf an. Wie gesagt, auch da lasse ich mich vom Gesamtbild leiten, auch welche Farbe ich nehme, das mache ich intuitiv. So, wenn man fertig ist, dann empfehle ich das schön trocknen zu lassen und noch ein, zweimal überzulackieren, damit die Farben geschützt bleiben. So, und dann seid ihr auch fertig. Und ich hoffe, ihr wurdet wie immer ein wenig inspiriert und wir sehen uns beim nächsten Mal. Viel Spaß beim Dotten!